Christine, schön, dass du da bist, die Zeit genommen hast, ganz kurz über deine Session zu erzählen, die du an dem Practice Camp in Berlin vorstellen wirst. Sag doch ganz kurz, was ist dein Ziel und was geht es in dem Workshop, was ist das Ergebnis? Ja, sehr gerne. Hallo Wolfgang. Ich würde gerne eine Methode der Liberating Structures anwenden, und zwar Crowdsourcing. Ich habe erst kürzlich die Liberating Structures wirklich kennengelernt und habe so einen riesen Koffer voller Methoden mitgenommen und finde die alle ganz spannend und toll und habe sie aber noch sehr wenig angewendet und geübt. Und um sie wirklich zu lernen, ne, möchte ich sie gerne einfach viel mehr üben. Und das ist, glaube ich, auf dem Camp einfach eine super Idee und eine super Gelegenheit, das auszuprobieren, und wünsche mir da ein paar Teilnehmer, die Lust haben, das mit mir gemeinsam auszuprobieren. Es geht in der Methode darum, Ideen zu sammeln und zu generieren. Also wenn man mit Teams arbeitet, so wie ich zum Beispiel, dann kann man diese Methode einsetzen, um möglichst viele und einfach Ideen zu sammeln aus einem Team heraus. Nennt sich Crowdsourcing, und ja, ich will das einfach mal ausprobieren. Super. Dann hast du meine zweite Frage auch schon gleich beantwortet. Und was ist die? Dann kommen wir gleich zur dritten. Zeitstruktur. Wie lange denkst du, wird das gehen mit dem Üben? Wie viel brauchst du eine Anzahl Teilnehmer mindestens oder maximal? Wie sieht die Rahmenbedingungen aus? Also nach oben gibt es eigentlich keine Grenzen. Je mehr Teilnehmende, desto besser. Wäre schön, wenn, also sagen wir mal, mindestens eine Handvoll da wären, damit auch ein paar Ideen zusammenkommen, weil es geht ja darum, Ideen zu sammeln. Eine Crowd wäre also hilfreich. Nach oben hin, wie gesagt, völlig egal. Und geplant habe ich dafür ungefähr 40 Minuten, jedenfalls fürs Durchführen der Methode. Und es braucht ja vorne und hinten, aber hinten vor allem noch mal ein bisschen Zeit, um Erkenntnisse zu sammeln, vielleicht auch noch mal zu diskutieren, was hätte man anders machen müssen oder was sind so die Learnings bei dem Ausprobieren dieser Methode. Und dafür haben wir ja Zeit, Gott sei Dank. Jede Session kann circa 60 Minuten dauern, und ich würde die dann auch ungefähr ausnutzen. Gut. Was die Teilnehmer angeht, außer dass es viele sein sollten, gibt es sonst noch Voraussetzungen, die die Leute mitbringen sollten? Müssen sich auch was vorbereiten oder irgendwas anderes tun? Nö, eigentlich nicht. Im Prinzip sind sie ja alle Teilnehmende. Das heißt, ich würde die Methode moderieren, und da braucht es keine Vorkenntnisse. Wenn man Lust hat und mag, schaut man sich vorher schon mal die Liberating Structures an. Das sind Open Source Methoden, die man auf einer deutschen oder auch amerikanischen Webseite finden und lesen kann. Aber es gar nicht muss. Also man kann auch einfach so kommen, neugierig sein und mitmachen. Okay. Und was kann ich als Teilnehmer mitnehmen und Takeaway und für mich davon heraustragen? Na, im Zweifel erstmal gute Ideen, denn ich überlege mir eine schöne Fragestellung. Die habe ich noch nicht, aber bis dahin habe ich die. Und dann haben die Teilnehmenden vielleicht ein paar coole Ideen zu einer konkreten Frage. Aber vor allem glaube ich, dass das eine Methode und eine Übung sein kann, wo andere Menschen, die moderieren, Teams leiten, Meetings veranstalten und ähnliches, einfach diese Methode mitnehmen können, weil auch da kann jeder einfach danach damit ja arbeiten. Und wer die vielleicht vorher nicht kannte, kennt sie spätestens nach der Session und kann sie selbst einsetzen. Aufskillen, ne? Wunderbar. Genau. Gibt es am Schluss noch etwas, was die Teilnehmer über dich wissen sollten, was du mit auf den Weg geben möchtest? Ach, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich mich immer freue über sehr aktive Menschen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Ich bin ziemlich voller Energie und freue mich immer über irgendwie ganz viel Austausch und Miteinander. Und das ist vielleicht wichtig, wenn man zu mir in die Session kommt. Und ja, ich halte da keine Präsentation, ne? Also alle müssen mitmachen, so wie es auf dem Practice Camp ja auch gedacht ist. Also ja, fröhliche, freudige, energiereiche Menschen wären toll, und so bin ich auch. Perfekt. Christine, du, ganz herzlichen Dank für den kurzen Einblick und den Ausblick und ich wünsche dir viele Teilnehmer eine tolle Fahrt in deiner Session. Dankeschön. Danke.